Leonard Puttmann Henschel ist 22. Sein Körper ist das Ergebnis intensiver Arbeit. Für Leonard hat sich die Quälerei gelohnt. Ich bin schon ein großer Selbstkritiker. Ich sehe mich selbst zum Beispiel jetzt auch direkt nach dem Wettkampf, habe ich vorhin erzählt. Also ich habe meinen Coach gefragt, so, wie er meine Form findet, weil ich habe das Gefühl, dass ich verfette. Wenn man dann diesen Rebound vom Wettkampf dann hat und dann plötzlich in 3 Wochen knapp 10 Kilo mehr wiegt, dann verzerrt das schon die Körperwahrnehmung. Aber im Allgemeinen bin ich zufrieden mit meinem Aussehen. Zwei Jahre intensives Training, penible Ernährungspläne und harte Diäten. Dann nimmt der Saarbrücker an seiner ersten Weltmeisterschaft teil. Er wird Vize-Weltmeister und sammelt Fans. Wenn man dann halt irgendwann merkt, dass man ein paar Leute inspirieren kann dadurch, positive Rückmeldung kriegt, dann ist das ja schon irgendwie ein gutes Gefühl und dann macht man weiter. Und genau, das ist dann jetzt mittlerweile so ein Trend geworden, dass das gefühlt jeder macht. Und natürlich jeder nicht richtig auch das macht. Also es gibt viele, die erzählen dann natürlich viel Kappes im Internet. Aber es gibt auch viele Leute, die auch tatsächlich gutes Wissen verbreiten. Und da möchte ich dann auch irgendwann hin. In den sozialen Medien tummeln sich Fitness- und Bodybuilder-Influencer. Sie sind Vorbilder für Hunderttausende von Followern, die auch dazugehören möchten. Hallöche, meine Lieben! Hey, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Richtig cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Stars der Szene verdienen viel Geld mit ihren perfekt geformten Körpern. Davon träumen die Fans. Auf sozialen Medien hat man natürlich sehr viele Vergleiche mit anderen Leuten, ne, die dann aus eigener Sicht vielleicht besser aussehen als man selber. Und man muss auch beachten, dass es natürlich viele Möglichkeiten gibt, das Bild zu verändern. Ne, Photoshop, Licht, das macht einen großen Unterschied und natürlich auch, wie man sich stellt. Kannst du jetzt einfach schon mal ausziehen. Kriegen wir hin. Leonard ist quasi noch in der Anfangsphase. In der Szene bekannt, aber noch kein Star. Der 22-Jährige studiert Sportmanagement, arbeitet in einem Fitnessstudio. Leonard weiß, dass viele Menschen nicht nachvollziehen können, was er tut. Und dass es neben den Fans auch andere gibt, die Bodybuilder widerlich finden. Mir macht's halt Spaß. Und wenn ich Spaß an der Sache habe, dann geht mir die Meinung von anderen Leuten woanders vorbei. So, Thomas. Patrick Heisel hat seine Karriere als Bodybuilder vor rund 30 Jahren begonnen. Der mittlerweile 55-Jährige hat viele Titel gesammelt, war weltweit erfolgreich. Den Hype in den sozialen Medien sieht er kritisch. Gerade jungen Menschen werde da viel Unrealistisches und Falsches vermittelt. Heutzutage geistert es komplett immer durch die sozialen Medien, dass man wunderbar Fett abnehmen kann, indem man einfach in ein Kaloriendefizit geht. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. So einfach ist es nicht. Da gehört viel mehr dazu. Aber das wird natürlich suggeriert, das erzählen auch ganz viele prominente Influencer, sage ich jetzt mal, den Jungen. Und dann versuchen die das natürlich auch auf diesem Wege schnell zu erreichen. Und das geht natürlich nicht. Leonard geht seinen Weg, trainiert täglich hart, viele Stunden. Aber Training allein reicht nicht. Eine strenge Diät ist obligatorisch. Vor seinem letzten Wettkampf hat er knapp 20 Kilo Gewicht verloren, von 98 auf 77 Kilo Wettkampfgewicht. Die Risiken kennt er. Das kann bei depressiven Zügen anfangen. Es kann sein, dass man eventuell einen Libido-Verlust hat, dass man, gut, Lethargie, ne, das haben wir gerade eben ja schon besprochen. Ne. Das Ganze kann natürlich hinführen bis zum Hypogonadismus, dass die Hodenfunktion eingeschränkt wird, dass die Hormonproduktion eingeschränkt wird. Das sind halt Risiken, die man dann gewissermaßen irgendwann in Kauf nimmt. Und das ist die Realität.
Es ist ein richtig harter Weg zum perfekten Körper. Leonard will ihn gehen.